aufbauen, anbauen, zubauen, wegbauen, hinbauen, dranbauen. Was weiß ich bauen? Nee, da haben wir ja Platz. Da. Wir haben ja die ganze Welt für uns. Alter, schon wieder 2 Stacks Holz weg. Gibt's doch gar nicht hier, das ist da. So, jetzt werden wir direkt mal eins machen. Kiste, 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 Kiste. So, die Toolbox packen wir schön in die Ecke rein. Zack. Eins leer, 2 Kisten. Dann hätte ich an der Ecke hier überall noch eins. Das heißt, die Ecken lassen wir leer. Hm? Ach so, ich habe die Wand hintergezogen. Stimmt ja. Dann muss das Ganze so. Ach so, ich muss da eh noch eins hoch. Ah, siehste. Wieder Scheiße gebaut hier, ne? So. Dann muss das ganze Ding ja noch sowieso eins rüber und dann kommen wir auch wieder hin. Dann haben wir jetzt auf beiden Seiten 3, genau. Ach nee, dann sind wir ja unsymmetrisch jetzt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, genau. Nee, doch 5. Müsste genau hinhauen. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Naja, doch, haut hin. Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder Holz holen. Beziehungsweise fange ich jetzt mal an, die Kiste schon ein klein bisschen einzuräumen. Wenigstens so ansatzweise ein bisschen. Ofen haben wir nichts drin. Können wir was reinschmeißen in den Ofen? Nee, ne? 2, 1, nee, lohnt sich nicht. Eisen haben wir ja keins. Sand haben wir ja, wie gesagt, auch keinen zum Glas brennen. Boah. Dann fangen wir mal an hier umsetzen. Holz, Holz, Holz. Setzlinge mache ich eine eigene Kiste, da war da ja noch einige sammeln werden, unter anderem auch von der Baumplantage und alles. Stickies können wir mal mitnehmen, können wir für Schilder noch brauchen. So. Okay, gucken wir mal. So, jetzt hier. Da haben wir noch. Zack. So, da wir noch ein bisschen brauchen. Schilder könnte ich jetzt mal machen, genau. Da werden wir immer das dunkle Holz los. So, 6 Schilder reicht ja erstmal für den Anfang. So, Musik. Kaputt, tot. Ach, dämische Bibliothek spinnt wieder. Hm. So, dann haben wir hier Öl. Hier haben wir Kobbel. So, Zacki. Ölz, Kobbel. Haben wir Kobbel. Was haben wir denn da? Was machen wir da rein? Sand, Kies und die Sachen hier. Sand, Kies, etc. So. Moin! Sand, Kies, etc. Kommen ja so. Sand, Kies, Lehm, so die Sachen. So. Dann haben wir hier Sand. Kies, etc. Punkt passt gar nicht mehr hin, auch gut. Hier machen wir dann Lebensmittel. Ne, oder warte, machen wir mal so. Fleischkiste. So. Gut. Dann packen wir hier rein. Holz. Zack, Schilder. Packen wir da unten hin, Treppen. So, jetzt warte mal, ich will das gleich ein bisschen thematisch sortieren hier. Das gehört da dazu. So, dann haben wir hier Fichte. So. Birke haben wir im Moment gar nichts. Stickies packen wir auch da unten rein. Ne, wobei können wir auch damit reinschmeißen. Dann haben wir noch schöne Reihe für Birke. Wenn wir noch keine weitere Sorte Sachen kriegen, dann passt das soweit auch. So, jetzt, Holz, 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 jetzt bauen wir ja erstmal Dach und alles, den machen wir mal weg. Ach, was mache ich denn schon für die Toolbox hier stehen? So, jetzt müssen wir das ganze Ding hier natürlich umbauen, ne? Na, warte mal, ziehen wir erstmal komplett hoch das Ding, dann sehen wir auch, wie weit wir müssen.
Gender Prestig. Okay, so. Autsch. Scheiße. Nein! Der Knarf. Was ist da? Ja, das ist der, geht doch gerade so. So. Hat angefangen, dass Stacks hier ist. Ist doch. So. Genau, das gibt dann die Decke. Okay. Das heißt, das ist dann unsere Höhe hier ringsrum. Da kann man dann überall drei Reihen Kissen hinplanten. Ja, da haben wir auf jeden Fall Platz. Also für den Anfang reicht das auf jeden Fall. Wie gesagt, wir brauchen ja auch noch einen Keller. Nein, das Holz langt nicht. Scheiße. So, erstmal einen Happen verknusen hier. Mein Steak in den Ranzen gekloppt. So, das machen wir wieder weg hier. Gib die Schaufel direkt auch schon auf. Okay, da können wir eigentlich komplett verheizen. Da wir noch einiges brauchen. So. Ach, scheiße, Denkfehler. Nee, Eichbirke reicht eh nicht. Da hätte man nämlich helles Holz in die Decke machen können. Wäre der Raum ein bisschen heller gewesen, aber das bringt uns ja nichts. Da das kannst du ja nicht lang. Und ich sehe gerade, ich habe einen Fehler mit der Deckenhöhe gemacht. Ich muss noch eins höher. Wenn wir da jetzt nämlich Kisten hinpacken, ne? Also hier so. Und die Decke oben drüber, gehen die Kisten nicht auf. Scheiße. Denkfehler gemacht. Müssen wir nochmal eins höher. Okay. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So. Müssen wir doch noch eins höher dann. So, blub. Das heißt, so wäre dann die fertige Deckenhöhe. Genau. Das kommt weg. Das heißt, wir müssen ringsrum überall nochmal zwei draufzimmern. Und dann auch die Decke natürlich gleich dementsprechend reinziehen. So. Da. Läuft alles viel reibungsloser hier von den Speedfolgen. Da bist du das irgendwie gewohnt. Das ist halt der Vorteil, da musst du nichts quatschen, nichts denken, gar nichts. Da brauchst du einfach vor dich hin und gut ist. Ist auf Dauer natürlich langweilig, wenn du hier... Also die erste Folge hat jetzt eine Aufnahmezeit von über 5 Stunden. Ein bisschen mehr als 5 Stunden und das ist gerade mal eine fertige Folge. Da ist ja alles in 20-facher Geschwindigkeit abläuft. Hast du dementsprechend natürlich auch Videomaterial zum Zusammenschustern. Und ja, auf Dauer ist das, wie gesagt, immer ein bisschen langweilig dann. Macht natürlich Spaß, da man sich einfach rein aufs Game konzentrieren kann. Du musst nichts quatschen, nichts überlegen, was sagst du, welche Themen quatschst du an. Gar nichts. Du klemmst machst einfach vor dir stehen und fertig. Und da es ja Speedfolgen sind, ist sowieso egal, ob du jetzt hier das in drei Parts zusammenhämmerst oder ob du jetzt 60 Parts hast. Das ist dann völlig egal. Daher, dass wie gesagt in 20-fachem Speed läuft, du siehst das am Ende gar nicht, wie oft da gecuttet wurde. Wie oft da eine neue Season angefangen wurde, das siehst du überhaupt gar nicht. Ich könnte alle 5 Minuten eine neue Aufnahme machen. Das Einzige, wo du sehen würdest dann richtig, wäre bei einem Szenenwechsel. Also wenn du dann hier den Ort wechselst, beziehungsweise die Ansicht vom Zuschauer, damit man auch alles sieht. So. Na du Kackbratzen. Hallo. Darf ich Ihnen was verkaufen? Wollen wir das verkaufen? Nein! So. Flattert ein Unterraum hier. Fledermaus irgendwo hier im Untergrund. So. So, jetzt komm, Holz reicht wieder nicht. Das ist da. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So. Ist ja gar nicht auch hier. Alter, 3 Stacks Holz, das langt immer noch nicht. Wo bist du denn, du Triefnase hier? Wo ist er denn?
Alter, was macht der in meinem Lagerhaus? Der Spaten. Alter, hast du ein Problem oder was? Hallo. Dog. Alter, ich gehe Geld ich hier in mein Haus einbrechen. Ich glaube, du spinnst, ey. Wo sind wir denn hier? Dann wieder Endermänner, bevor ich irgendwas trigger. Nee. Alter, das ist doch... Ah, zwei Holz, na super. Ich habe gerade über zwei Stacks Holz verheizt. Das ist doch... Dann haben wir noch vorne Schweini. Ja, ein paar will ich am Leben lassen. Oh, komm, weil wir so lustig sind. Jetzt gehen wir einfach mal ein paar Monster kloppen hier. Da haben wir einen Zombie. Komm mal ran, du Scheißspaten. So, weg ist er. Bisschen XP farmen hier, ne? So, Skelett, Spinne. Hinter uns ist nichts, okay. Dämliches Skelett, ja, das ist doch. Autsch. Ja, kommt, schießt das gegenseitig ab. Genau, finde ich gut. Was für Schwachköpfe. So. Können wir noch mal ein bisschen Pfeile farmen gehen hier. Warte. Kommst du bis eins mit einer Waffe hier, oder was? Machst du mir Akro, oder was hier, Alter? So, da haben wir noch einen. Ja, schieß mal über mich weg, genau. Huch. Warte, ist ja schon tot. Na, das ist ja schon richtig gut an dir. Na, war gar nicht verkehrt, gleich mal ein paar Schwerter auf Vorrat zu machen. Das erste ist schon flöten. Natürlich, klar, Steinschwerter halten nicht viel aus, logisch. So. Und noch ein paar Monster irgendwo. Ich bin gerade so in Laune. Das ist gerade so ein bisschen witzig hier. So, irgendein Monster hier ist gerade gestorben oder irgendwo runtergefallen. Ich hatte hier eben auf der Minimap noch ein Monster, auf einmal war es weg. Hm. Gucken wir mal, haben wir da alles rumrennen, rumfläzen hier. Creepy, creepy, creepy. Ein Skelett da hinten, guck mal. Bom. Da hatte ich mich etwas verrechnet eben. So. Ich will natürlich nicht alles in Krater verwandeln. Da hinten ist wieder so ein scheiß Enderman hier. Muss ich ein bisschen aufpassen, sonst trigger ich den gleich wieder. Ich will nicht alles gleich in Krater verwandeln. Scheiße. So, da hinten war er doch eben. Ich habe noch gesehen, den Enderman. Wo ist er denn? Verarschen hier oder was? Das ist doch. So, hier baue ich jetzt mal wieder gleich gepflegt zu. Da ich, wie gesagt, nicht alles hier in Krater verwandeln will. Ist halt anfangs mit Steinwaffen immer so ein bisschen und vor allem auch ohne Rüstung immer so ein bisschen zwiespaltige Sache. Auch eine Spinne. Stirb doch einfach, genau. Meine ich auch. So, was? Hier ist noch einer. Ah, nochmal Spinnchen. Ach, guck mal, hier ist Sand. Können wir direkt mitnehmen. So, und ich höre irgendwo in der Nähe einen Enderman. Den eben gehört hier. So, ach ja, guck mal, hier haben wir Sand. Ja, mega viel. Na, wobei, wenn wir den Pool trockenlegen, kriegen wir ein bisschen was zusammen. Könnten wir mal machen, eigentlich. Jetzt geht schon mal was anderes machen hier. Wir können ja gleich mal am Anfang ein bisschen vorsammeln für eine Farm dann später. Siehst du, da unten ist auch noch ein Enderman hier. So, zack. Gebiss. Gebiss. So, ein bisschen vorsammeln. So, ich würde den Enderman ja gerne dreschen, aber das ist mir zu gefährlich. Ja, wobei, vielleicht klappt es diesmal besser. Na, du alter Potsau, Blöcke klauen hier, oder was? Hallo. Das Witzige ist ja, solange man den nicht triggert, machen die einem gar nichts. Seht ihr, ich kann ja einfach durch den durchlatschen. Ich kann sogar zur Seite schieben, das interessiert den gar nicht. Erst wenn wir ihn angucken und dann gibt's Ärger. Huch. Da vorne jumpt da, siehst du? Boah, Alter, wieder mit einem Herz hier. Ich bin doch wahnsinnig hier.
War wieder eine Enderperle, siehste? So. Ich würde sagen, das Ding legen wir mal trocken morgen. Jetzt gehen wir erstmal noch einen Zombie dreschen und dann gehen wir mal pennen. Dann legen wir das Ding mal trocken. Und gucken mal, was wir da so ein bisschen an Sand rausholen können. Autsch. Alter, fick dich doch, ey.